Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Prison Architect. Hier wieder bei mir. Pascal, schau wieder zu. Letzte Folge war ja bei Hallo. Pascal. Warmwasserleitung, eine Tunnel und Der ja, verfüllt wird. Heizung, ne? Und eine große Genau. Schlägerei. Ja. In der letzten Folge hatten wir diese große Schlägerei und ich habe angefangen, im niedrigen Trakt, das Warmwasser ist neu gemacht worden. Und im mittleren Trakt habe ich alles gesagt, dass die Leute es bauen sollen. Und jetzt bauen die das automatisch da noch hin. Wurde schon alles angeordnet, dass sie das neue Warmwasser bauen. Und ja, Tobi, dir steht es frei, ob du jetzt beim hohen Trakt noch das machst. Oder ob ich Oder erstmal ob du es einfach mir warte, bis das überlässt. da fertig ist. Ob Genau, du mir hier das die überlässt, weil Hilfsgeräte unten haben sie hingebaut. bei den Einzelzellen und bei den Duschen müssen wir die Heizung ja auch dann noch neu machen. Also, ja. Junge. Was ist denn das hier mit diesen Holzstämmen, ja? Überall liegen diese Holzstämme in der Werkstatt rum. Ich glaube, umso mehr du verkaufst, umso mehr schleppen die wieder da rein. Ich Habe ich so weiß. Gefühl. Wir brauchen mehr Tische. Okay, ich Und glaube, sollten es ist doch. irgendwas Der Spielsound ist gegen. dann doch etwas laut. Ich mache den dann doch etwas leiser mal. So, und ich glaube, wir sollten mal irgendwas machen gegen das Sicherheitsrisiko. Also irgendwie, das sieht mir nicht ganz gesund aus, unser Sicherheitsrisiko. Bevor es auch nicht runtergeht oder so, sondern einfach konstant bleibt gerade. Ah So hoch. ja. Na, Ein wir Häftling haben. gibt an, gut behandelt zu werden, immerhin. Naja. Warum sind denn so viele eingesperrt? Na gut, weil sie halt Mist gemacht haben, ne? Naja, es ist für die Mittleres gerade Arbeit Einsperrzeit. Oder wir machen tatsächlich einfach jede Arbeit Einsperrzeit zur Arbeit Freizeit. Einfach um dadurch das Risiko zu senken. Also zumindest bei den niedrigen und bei den mittleren. Bei den hohen würde ich es lassen, ne? Die hohen sind mir scheißegal, aber. Ja, die Hohen, die sind ja sowieso die ganze Zeit eingeknastet. Ach ja. Der Polizeigewalt einmal zuschauen. Mach bei den. Häftling hat angefangen. Genau. Ach nee, warte. So. Ja. Und was ich machen wollte, ich wollte ein paar. Ja, sonst müssen wir die Tische, Tische, die schon stehen. Ne, sonst schieb auf die Tische, die da schon stehen, bitte zur Seite noch Ich rüber. schieb Oder mal doch einfach gar nichts, so. ich mach Ist das auch einfach egal. so. Immer einfach so. Das ist kaputt und dann repariert das wieder. Ich weiß noch, einmal habe ich hat er das repariert, hat das kaputt gemacht. Ich war so, warum macht das kaputt? Ich habe erstmal einen Hausmeister angeordnet, das Ding zu reparieren. Oh wait, kann es sein, dass wir dumm sind? Was denn? Die Kühe hat kein Warmwasser. Was sonst? Die Häftlinge kommen hier nicht durch, weil es Das Personaltüren sind sind. Mitarbeitertüren und die wollen da drin arbeiten, ne? Ja, okay, wir sollten da vielleicht noch normale Türen mal reinbauen, ne? Ja. Das ist eine Idee, sagen wir es mal so. Die könnte man mal wagen, die Idee. Ach, wie hat man denn nochmal die. Ach, da. Numpad-Tasten gehen noch nicht. Für die Geschwindigkeit. So, aktuell mal 13 Grad Außentemperatur, das heißt, ist noch nicht schlimm, wenn die da ohne Heizung rauskommen müssen. Woher in sich 13 Grad ist schon unangenehm in der Cafeteria. Aber gut, müsste dem jetzt erstmal ohne Heizung auskommen in der Cafeteria. Na Inzwischen. gut, Naja, haben drin ist 16, seitdem 15 so Grad warm. wegen halt dem, weil hier Küche ist, In ne? der Küche ist es ein bisschen wärmer wegen den Herden, ja. Ansonsten ja, ist es halt eben so kalt wie draußen. Naja, müssen sie halt eben damit leben erstmal. Oder ich mache so provisorisch kurz was. Oder legst da provisorisch was runter. Das wäre eine Option. So. Naja. Ist das ein Doppelrohr gebaut da? An der Endstelle. Nee, habe ich gar nicht. Ach,
Gott, die ganzen, die, stimmt, die müssen, also stimmt, stimmt, die müssen den Häftlingen ja alle ihr, die ganze, ihr Essen jetzt in die Zelle bringen, die Wachen. Warum? Ja, weil die eingesperrt sind, die dürfen halt nicht raus. Ach so, die sind, weil sie alle nicht, ach schon, weil sie alle geprügelt haben, deswegen wurden jetzt alle in der Zelle eingesperrt, deswegen haben sie Einschließzeit bekommen. Und als Bestrafung. Ja, okay, das ist natürlich blöd. Wir haben 78 Wachen und davon sind nur 18, 19 verfügbar? Ah ja. Oh, ist gut ausgelassen, muss ich sagen. Aber wenn nur so immer noch so 18, 19 verfügbar sind, ist auch nicht schlecht, weil... Weil ich glaube, wenn die auf Patrouille oder so sind, dann gelten die auch als beschäftigt, deswegen... Naja, genau. Also theoretisch haben wir auch noch mehr verfügbar. Da haben wir einen relativ guten Überschuss an Wachen, das ist ja eigentlich relativ gut, für das so haben. Das sollte was sein, dass wir dann noch putzen. Hier haben. Hm. Genau, da fehlt einfach noch das Rohr. Ey, wie schön ordentlich das jetzt aussieht, ja. Ja, und dann, guck dir mal die, hohen Trakte an, wie es da ist. Nein, das habe ich nicht ich gebaut. Nein, nein, nein. Das Kabel kann auch weg, das braucht keiner. Das habe ich vergessen abzureißen. Das war das für den Boiler, das Kabel. Also sieht schon sehr viel ordentlicher aus mit dem warmen Wasser. Und tatsächlich ein Boiler für zwei Trakte reicht. Ja, was ist dafür? Da ist irgendwie ganz schön Ketchup ausgelöst auf, wenn da ein. Naja, nee, das Ding ist, das ist halt immer, wenn die hier irgendwen hochtragen, ja, dann versauen die hier alles. Hier ist eigentlich. Priorisieren, Hausmeister, ne? Ja. Es sieht sehr sauber dafür auch aus. Im gleichen Augenblick, in dem es da ist, sehr sauber. Na gut, die haben jetzt natürlich keine Zelle, sobald die hier raus dürfen, theoretisch. Haben sie halt keine Zelle frei, ne? Weil wir zu viele Rohr haben. Haben wir mal oben über die Gefangenen, wie viele Rohr wir aktuell noch haben? Wir haben tatsächlich, wir haben noch 69. Wir sollten mal niedrige wieder einliefern lassen. Naja, ich würde das... Wir haben ja so gut wie keine niedrigen mehr. Aber so viele Runterstufen werden wir auch nicht. Wir haben nur 16 niedrige, das heißt, wir haben einen ganzen niedrigen Block frei. Genehmigen. Freut mich. Mittlere einliefern würde ich jetzt nicht machen, aber niedrige einliefern, das würde ich wieder machen. Ja, was ich vielleicht zum Übergang machen würde, ist, dass ich die hier, die mittleren, wie was ich letztes Mal schon gesagt habe, dass ich hier einen, beide, also niedrig und mit normal, hier und hier normal und dann niedrig und jetzt hier noch einen hohen Trag machen würde. Was hältst du davon? Ja, also einen niedrigen, einen mittleren und einen gemischten und dann noch einen hohen. Und dann einen dritten hohen, okay. Ja. Bitte einmal niedrig und normal. Mhm. So macht man das übrigens. Also das ist mal interimsweise und dann wird das wieder abgeändert. Ja, yep, genau. Weil dadurch haben wir auch weniger Risiko. Ernsthaft? Jetzt haben die hohen da zwar in dem Eintrag den Komfort von dem mittleren, aber gut. Das ist jetzt erstmal so. Es ist ja nur interimsmäßig, um halt eben diese hohe Anzahl an hohen Leuten. Also ich weiß nicht, wie wir so viele hohe Leute bekommen haben. Da hat wohl irgendjemand da rumgefuscht. Oder das mit der Einlieferung. Oder wir hatten das zu auch, viele Mittlere, die sich, ist, ich, ein zu viele Mittlere, die sich nicht benommen haben. Und dann hochgestuft wurden. Naja, ich weiß, warum das so war. Die Verwahrungszelle. Da waren irgendwie so ein paar drinne. Deshalb waren Zellen frei. Deshalb wurden neue gebracht. Die wurden dann aber zum Teil auch wieder wegen diesem Bug mit der Verwahrungszelle da wieder reingetan. Dadurch dachte das System, es sind wieder Zellen frei. Aber da war halt nichts frei eigentlich. So, das war das Problem. Ja. Auf jeden Fall müssen wir die erstmal loswerden, indem sie halt eben alle nacheinander umbringen. Oder runtergestuft werden. Ja. Das wäre natürlich die gute Variante. Sind. Die Hausmeister, die tun mir schon ein bisschen leid. Was ich gerade überlege, was wir eigentlich auch bräuchten, ich glaube, das wollten wir im Livestream in das Gebäude da oben machen, was jetzt leer steht. Und zwar eine Zelle für allgemeine Leute. Wo einfach, wenn Leute runtergestuft werden, es keine Zellen für die frei gibt, dass sie da allgemein diese Zellen reinkommen. Kann es sein, dass wir nicht das da reinmachen wollten? Das kann auch sein. Aber, ich überlege gerade. Dann könnten wir hier unten, könnten wir die Büros doch da unten lassen dann eigentlich. Ja, die Büros würde ich sowieso da lassen. Ich überlege nur, weil wir brauchen
Früher oder später brauchen wir ein zweites Büro für einen Vorarbeiter. Und da Wir hätte können ich ja das mehr jetzt so Büros bauen. gemacht, dass ich den Psychologen, das Büro des Psychologen, hätte ich jetzt hier hingelegt, dass der sozusagen auch etwas Größeres hat, dass er sozusagen genau mit den Leuten sprechen kann. Aber dass du sozusagen die. Oder wir stellen zwei Psychologen ein. Viel besser. Warum ist das ja Wir nicht können eine ja einfach. Mitarbeitertür? Die können. Die, ja. Oh, wow. Ja, Eine Psychologen. Wir brauchen Mitarbeitertür. Psychologen. Was eine Idee wäre, dass wir in das Gebäude, was da oben frei steht, dass da, wo jetzt dieses Energiedingens da ist, dass du da zwei Psychologen hinbauen. Da Hier. ungefähr so und da, genau, da zwei Psychologen hinbauen und da oben die dann noch extra Übergangszellen, die ohne Einteilung sind und die auch nicht belegt werden sollen. Das ist dann irgendwie bei der Einlieferung einstellen, dass wir 40 niedrige, 40 mittlere, 40 hohe haben wollen und sollte irgendwie mal einer runtergestuft werden, dass er dem dann erstmal da rein kann. Würde ich nicht machen. Boah, Ich das würde würd macht einfach immer Sinn. ein bisschen locker hier lassen und dass sich das einfach irgendwie verteilt. Würde So ich immer nur machen. 35 oder wie von jedem Typ Ja, haben oder wie. ungefähr, ja. Es muss ja auch nicht immer alles komplett ausgelastet sein. Ich meine, Geld haben Was wir soll halt. denn im Rest von dem Geld Gebäude da oben haben wir machen? halt wirklich genug. Ja, was soll denn im Rest Wir Geld? werden definitiv irgendwann mal was brauchen. Uns wird garantiert irgendwas einfallen, wo wir diesen Raum benutzen können. So, aber ich würde jetzt erstmal, um irgendwas mal zu machen, Vielleicht anstatt geht hier einfach die. ein Rohr. Damit hier nicht einfach Vielleicht die so ein ganze Zeit nur Rohranschluss noch. Leerlauf läuft hier. Ist ja auch langweilig für die Zuschauer. Wieso? Naja, es passiert ja nichts Diese hier. Wir Lampen? machen ja nichts. Warum brauchst du jetzt wieder Strom da rein? Willst du wieder Lampen da reinbauen? Oder ist Lampenleuchte drin oder wie? Warte Lass mal die Lampen mal raus, zuerst. das sind unnötige Kabel, Die Tobi. Lampen, die habe ich nicht gebaut, die waren schon da. Nein, aber den Strom baust du, mit dem wieder reinbaust, wenn die Lampen angehen. Die braucht doch keine, die Lampen da drin gerade, dass die an sind. Naja, aber wenn ich hier ein Büro reinbauen will. Nein, das mach ich dann, wenn ich das umbaue. Naja, dann. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, was anderes? Gibt doch genügend zu tun im Gefängnis. Bist du auch nur darauf beschäftigt hier mit Warmwasser oder sonst was? Ey, mach du halt warm Das dauert mir Wasser. hier zu lange. Ich gucke jetzt mal wegen dem Strom. Oder mach das Stromnetz weiter oder mach wa das warm Wasser weiter. Ja. Ja, okay, also hier ist wirklich mehr als genug. Das heißt, wir Kann legen sein, jetzt. schließ da oben schon mal das nächste an. Oder ja, oder irgendwie so. Beziehungsweise kannst du nicht von den Solarzellen in den Zweitumspannwerk. Nee, mach das nicht in den Sicherheitsstreifen, sondern mach das rein. Mach das weiter nach oben. Nach Ich würde oben. Ja, hier da, sorry. in diesen Gang hier würde ich einfach die zwei Stromleitungen legen. Obwohl, nee, die, Mist, Ja, die genau. verbinden sich. Die verbinden sich. Das heißt, wir brauchen noch ein zweites. Unter einer der Mauern vom Gefängnis bauen, das ist doch, oder? Ja, gut, das geht auch. Na, pass auf, dann nehmen wir Oh, das nee. hier und das da. Als Hm. Ja, Leitungen nach oben. ja, das Gebäude wird dann ja eh Dann können wir das deswegen. dann. Das können wir dann einfach. Wobei, nee, wir brauchen ja gar nicht zwei Leitungen nach oben. Wir brauchen ja nur eine hier und eine da. Das heißt, ich mache hier einfach die Leitung nach oben. Genau. Bau dir aber nicht in den. Bau aber nicht da in den Streifen rein. Das ist ja der Sicherheitsstreifen, also Naja, wird er rennen. ja, klar. Bau das da, hier, da, in diesen Freiraum rein. Nee, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Da ist doch Freiraum über dem Sicherheitsstreifen. Ja, dahin. Ja, den Frauen können wir noch lassen. Ja, okay. Brauche doch nicht den Ziel. Den Raum da. Packen wir so dahin. Huch. Und ich Es läuft. würde. Oh, ach, kommt kein Strom mehr an. Deswegen. Ich habe gewundert, warum das ausgegangen ist. Du kannst doch. Kann man nicht einfach das machen, dass die beiden Solarzellen. Dass die Solarzellen einfach beide Umspannwerke speisen? Klappt das nicht? Das weiß Ja, ich was nicht, soll ich will es das? nicht ausprobieren. Ich würde. Lass mal ausprobieren. Lass mal ausprobieren. Wenn es gleich Stromausfall gibt, Weil. dann bist du schuld. Ja, dann können wir es immer noch umbauen im schlimmsten Falle. Oh wow. Das sieht jetzt total ordentlich aus, die Leitung. Och, meine Güte, Leute. Ist aber im Warum? mittleren. Oder? Nee, das ist jetzt. Doch, das ist der mittlere Trakt jetzt immer noch, ja. Der ehemalig mittlere, ja. Nee.
Ah, jetzt, ach, das ist ja der, ach doch, das ist der Hohe jetzt. Der neue Hohe. Ehemalig mittlere, ja. Ich bin immer verwirrt. Da ist ein Tunnel. Super. Ja, wenn das Gefahrenpotenzial eh hoch ist, dann kann ich auch gleich mal eine Tunnelsuche machen. Wenn schon, denn schon, ne? Nur weil irgendwie damit unzufrieden, dass das Kabel jetzt so also schief liegt. Aber Kannst ich du glaube, da leider kannst du nichts beheben. machen. Ja, da kannst du nichts machen, aber. Also, Ja. ich weiß nicht. Weiterkommen sind sie nicht. Das ist die Umfassungsmauer. Weitergekommen sind sie nicht. Immerhin. Also gebracht hat die Umfassungsmauer tatsächlich jetzt schon mal was. Sonst wäre jetzt zwei ausgebrochen. Das Ding ist, wenn die Mittleren das gegraben haben, die hier vorher drin waren, dann haben es die Hohen die Strafe bekommen. It Ist happens. schon ein bisschen mies. Die Hohen hätten das auch melden können. Alter. Oh, was machen die alles kaputt? Einmal Taser und fertig ist das Ganze. Nee. Ach, dass man das nicht abbrechen kann, ja, das ist nervig. Jetzt laufen die da alle hin für den Shit. Sehr gut. Okay, also es macht erstmal per se kein Problem. Ist die Frage, ob es auch wenn Strom Es liegt angeht. doch noch nicht mal Strom an. Es liegt doch nicht mal Strom an. Also. Ich frage mich, warum kriegen die eigentlich Trümmer raus, wenn man den Tunnel verfüllt? Keine Ahnung. Warum kann man da nicht Müll verbrauchen? Das wäre doch viel besser. Oh nee, jetzt wird er wieder durchs ganze Gefängnis geschleppt. Theoretisch kann man ja auch Ja. dem Arzt sagen, dass er da irgendwie hinkommen soll. Aber gut. So, in dem leeren Raum leuchten jetzt wieder die Lampen, Tobi. Toll. Toll, dass du die Stromleiter reingelegt hast. Die haben wir alle Ich hätte gebraucht, ja die Strom. Büro gebaut, aber du nicht wollen. Du nicht wollten. So, hier genau. Hier wird das jetzt gebaut. Die Batteries. So, hier liegt jetzt gleich Strom an. Ey, krass, Kurz. wie stark die Batterie entladen wurde, ja. Ganz kurzes Anliegen. Würdest du vielleicht noch das Warmwasser schnell mal irgendwie copy-pasten da im hohen Trakt? Kann ich machen? Und da ist Strom komplett weg. Okay, es klappt also nicht mit den zwei. Sobald das geladen wurde, ist jetzt Strom an oder was? Ja, der Strom ist jetzt ausgefallen, dadurch, dass es Zeit angeschlossen ist. Okay, also müssen die doch trennen, beide voneinander betrieblich. Aufstand. Mach mal Pause vielleicht. Um Gottes Willen. Mach mal alle. Mach mal, ich glaube, es ist nicht nur rot, was gerade aufsteht. Es wird gerade überall Nee, nee, es Aufstand ist nur geübt, rot. oder? Es ist nur, ja. Wird einmal kurz Strom und Warmwasser aus. Ding, die machen Nee, sofort das war, glaube ich, Aufstand. in dem Moment. Ja, okay, könnte der Auslöser gewesen sein. Ja. Macht Pause. Pinkeln. Junge, der pinkelt einfach gerade in diesen blöden Sicherheitsstreifen. Oh Gott. Sehr gut. Ne, da musste das drin, die beiden doch betrieblich trennen. Aber ich glaube, es reicht aus, wenn wir. Einmal so einmal so eine Solarreihe haben für die Trakte und einmal für sonst was. Okay, Aufschnitt ist schon vorbei. Ja, die fahren wir schnell. Das war einmal Autospeicher. Wo sind denn die ganzen Ärzte hin? Ach, die bringen die Leute extra dahin. Aber ist ja nicht so, dass die auch einfach so versorgen können. Versuch mal, schau mal, ob du den Strom schon anmachen kannst. Naja, nee.
Es dauert einfach, bis die hier abgerissen haben. Also würde ich mal vermuten. Ja, das dauert einfach kurz. Ah ja, Ja, okay. wenn Umspannwerke dürfen nicht Teil desselben Stromnetzes sein. Also du hast maximal ein Umspannwerk pro Stromnetz. okay. Also dann trennen wir die beiden Reihen doch. Ist ja aber auch nicht das Problem. Alter, jetzt müssen die Hausmeister wieder ordentlich wischen. Naja. Aber eine Stromleitung drunter, das bringt ja nicht, die verbinden sich Ja, ich doch. weiß. Pass auf, ich mach das einfach so. Ja, das klappt ja so. Jetzt tust du mit Ja, dem ja, ja, Tschüss ja, einfach ja, mit ja, ja, Kurzschließen ja. alles. Ist jetzt manuell da? Ist jetzt die Tür wieder manuell zu öffnen da unten? Ne? Schau mal. Ganz dein Abriss mit meinem Kabel Nee, da ab. kann. Ach nee, da ist. Nee, hä? Ach so, weil da Batterien-Dings ist. Was willst du denn jetzt machen? Nee, ich will das ordentlich machen. So ein bisschen Ordnungsbedürfnis habe ich dann auch. Aha. So. Jetzt müssen wir kurz warten, bis das fertig ist. Leute! Ich weiß, es ist schwer, sich zu benehmen, aber bitte. Aber bewaffnete Wachen einfach eingestellt, aber wir haben keine extra Waffenschränke für die, Wir haben ne? 15 Kapazität. Okay. Und Fünf wir hatten haben nur wir. 7 oder so. Ah, okay. Jetzt haben wir 10. Da haben wir ein paar Leute frei, das ist gar nicht so schlecht. Ja, die geben auch Minuspunkte, aber ja gut, was sollst du machen, ne? Also. Oh Junge, stell dir das mal vor mit Nebel des Krieges. Ja. Alter, nee. Nee, Bleh. nee. Jetzt bist du wieder anmachen können. Yep, läuft wieder. Läuft. Wieso ist da ein Gefangener im Sicherheitsstreifen und hat eine bewaffnete Wache umgebracht? Ja, eine bewaffnete Wache hat er umgebracht. Alter. Es sind, warte mal, Eieieiei. wieso? Egal. Ja, Wie kam der da hin? weil sie Luftlinien näher dran sind. Ja, okay. Die sind echt gechillt, hä? Du holst die nur dahin, dass sie dahin laufen sollten, bitte schön. Was ist eigentlich der seine Mission? Ist über den Zaun geklettert und ist jetzt froh, dass er da die Waffe der Wache umgebracht hat. Schussbefehl nur für Freier Personal, Schusswaffen also Waffen gebrauchen. Nur für in Personal. Personalzonen. Das heißt, sollte der jetzt aufständig werden, die irgendwie angreifen, dann wird er erschossen. Weil er sich in einem Bereich befindet, der nur für Personal zugelassen ist. Yep. Nämlich. Und weil Da er eine kommt die Axt hat. bewaffnete Wache. Ja, okay, dann Shotgun so. regelt. Ja, das hat sich geklärt gehabt. Guck mal, wie viel Holz da einfach auf dem Boden rumliegt im Wald. Bei uns. Das ist Servo. Der Servo ist doch jetzt. Ah, der ist noch nicht verbunden. Du musst ihn neu verbinden mit der Servostation, den Servo, ne? Naja, klar. Die haben definitiv zu viel. Eieieiei.
Naja, wir haben ein Bandenmitglied weniger, das ist doch gut. Oh. Boah, Junge, ist der Was Raum dann? hier voll. Und es ist ja nur die, das ist ja nur das Lager für die Personalküche. Nee, Glaube ich, oder? nee, das ist der allgemeine Kühlraum. Okay. Also es wird allgemein, wir sollten nochmal allgemein auch einen Kühlraum irgendwo mit hinbauen. Der vielleicht ein bisschen zentraler liegt. Vorratskammer, Dass ja. der, auch die normale, also normal, neue Vorrats. Alter, was ist jetzt schon wieder los? Da fliegen über die Polizisten 5 Todesfälle. Auch bei den Hohen, die Hohen rasten alle wieder aus. Das heißt, es ist bei dem Aufstand einige von niedrigen und mittleren auf hoch Ja, hochgestuften, klar, weil. einige. Also, ja, das stuft sie auch, die stuft sie auch immer hoch. Ja. Wenn irgendwas Ich ist. glaube, wir sollten schon so einen Übergangstrakt irgendwie doch haben mit Übergangszellen. Weil wenn die so schnell hochgestuft werden auch. Sollten es immer Junge, sind einstellen einfach mit. alle Wachen tot, die hier waren. Also, Tobi, ich würde es einfach. Ah, ist wieder Aufstand. Ich würde es aber so machen, dass wir tatsächlich nicht alle Zellen voll machen, dass wir nur 35 von dem Häftlingstyp haben, aber trotzdem noch diese Übergangszellen haben. Einfach wenn so viele mal hochgestuft werden, dann ja, ne? Ja, da kann niemand reingestellt werden, weil blockiert, weil Aufstand. Aber es sind auch nur die drei hohen Blöcke, die bei Aufstand sind, ja. Naja. Schieß. Oh. Ja, Gehalterhöhung. Dann einmal das Gehalt erhöhen. Eieieiei. Es war teuer. 15 Todesfälle, Alter. Ah, Naja, okay, gut, der jetzt schießen pfeffert sie halt nur rein, noch. ne? Und du weißt schon, das Schießen, das Dreh ist. Ah, guck mal, die Türen sind jetzt alle offen. Immerhin. Ja, sie sind halt kaputt, ne? Naja, aber ich glaube, das Schießen trägt jetzt nicht ganz so zur ja, Sicherheit bei. Habe ich das Gefühl. Nö, aber so ist es machen, ne? Tja. Was ist das? Die haben Hundis kaputt gemacht. Alter, ich glaube, wir müssen mal Hundis nachkaufen. Einfach durch die Tür quer durchgeschossen. Alter. Aber ich sag mal so, wir wollten ein paar hohe loswerden, ne? Naja. Wenn ich schon mal so einen Aufstand hier üben. Wenn man schon bewaffnete Wachen hat, dann muss man ja irgendwas damit machen, ne? Warum sollte man eine Razzia durchführen? Weil die haben so viel Zeug hier in den Händen auch. Also, ich weiß ja nicht. Und jetzt bietet sich's halt auch gerade an, irgendwie die Razzia, ne? Ist gerade eh nicht zu verlieren. So, zwei Trakte sind wieder in Ordnung. Der eine Trakt, der ist jetzt noch aufständisch. Ach Leute, die Zuweisungen sind auch weg. Die beiden Hohen waren zwei normale, übrigens. Ja, ich weiß. Und da war bei Mittler auch nur ein Dieb. Einfach bewaffnete Wachen jetzt fest zuweisen in die hohen Trakte. Aber was ist Ja, jetzt mit dem letzten dann Trakt? Der tauchen die letzte Trakt wenigstens ist immer nochmal noch auf, aufständisch. also daher. Der letzte Trakt ist immer noch aufständisch, ne? Ja. Aber da kümmert sich auch niemand drum. Der letzten Trakt. Die Da wuseln sie Wachen, immer noch die laufen aufständisch einfach rum, hinterher. ja. Finde ich Ja. auch gut. Naja, es sollte ja theoretisch jetzt mal irgendwann eine auftauchen hier. Alter, das musst du jetzt alles wieder sauber machen. Und Die alles Hausmeister freuen kaputt. sich, ja. Ja. Genau. Alles Hausmeister rückt reparieren an. und alles sauber machen, ey. Nee, du, nee, du, Ich nee, glaube, unsere du. Leichenbetten reichen gar nicht aus, ne? Ja, wir haben vier Leichenbetten. Wir sollten eine große Leichenhalle Machen bauen. wir denn Nein. hier? Wo sind unsere Alter, wir haben. bewaffneten Wachen alle? Wo sind Ja, nicht die? da. Alle Da. Rückzug. Geh mal da rein. Schussbefehl für hoch ist ja immer noch. Ist, glaube ich, nicht ganz so übel, wenn die Folge ein bisschen länger geht. Da werde ich ein bisschen cutten, vielleicht. Ja, wie viele hohe haben wir jetzt gerade noch? Schauen wir mal nach. 59. Ja, es sind nur noch 19 zu viel.
Projekt Nummer 72, ne? Schubidubidub, dab dab dada. Alter! Ich glaube, ich sollte den etwas weiter wegstellen. Dann macht er den nämlich nur bewusstlos. Ja, okay. Aber sorry, also wenn du von einer Shotgun angeschossen wirst und oder dann, noch hinrennst, ja. Also. Ja, okay, das gilt noch. 22 Todesfälle. Alter, nee du, nee du, nee du, nee du. Das ist ah, schon mies. Ah, ja. Nur zwei heftige Unterstufen. Ja. Ai, 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 ai. Wir nehmen nur normal. Nee, nimm niemanden aktuell erstmal. Mach mal ruhig für alle geschlossen. Mach es mal für alle geschlossen. Okay. Ah, Junge, wenn Junge, wir das mit den, wenn wir das mit den Gefangenen gerichtet haben, dann müssen wir mal schauen, wie wir es einliefern machen wollen. Der Handel mit Schmuggelware, ja, danke. Ich weiß noch, was aus unserer Kontrolle geraten ist. Eieiei. So, guck mal, mal schauen, hier ist mal ein Arzt. Guck mal, der Arzt, der kann sich doch mal um die kümmern. Nee, okay, er geht zum Gefängnis. Ja, auch wichtig und richtig. So, legen wir uns mal fest darauf, dass wir von jedem dann irgendwie versuchen mal einzustellen, ob das, keine Ahnung, ob das möglich ist, dass wir von jedem 35 haben wollen. Und ich baue trotzdem noch da oben dann diese zusätzlichen Übergangszellen hin, die ohne Zuweisung sind. Einfach, ja, für den Fall, dass wir zu viele Häftlinge haben. Warum ist das ja eigentlich eine Gefängnistür? Keine Ahnung. Also halt euch schon mal fest, auf jeden Fall mehr Servostationen müssen dann in so ein Gebäude rein. Da packen wir einfach mal. Ja, zwei Doppeltüren. Meine Doppeltür. Ich sehe auch. Das Ding ist, die Arbeiter haben alle einfach nur mit dem Holz zu tun, ne? Ja, die wusen da alle rum, das Holz, die Bäume zu fällen da. Was hältst du davon, wenn wir unseren Forstbereich etwas reduzieren, um unsere Arbeiter effizienter zu nutzen? Nein! Ja, okay. Der Forst ist ja das, was uns den Cashflow bringt. Ohne den, wenn wir den Forst eindämmen, haben wir plötzlich kein Geld mehr. Glaub mir. Wir hatten den Forst extra gebaut und seitdem wir den Forst groß haben, seitdem haben wir auch das Geld. Hm. Deswegen, der Forst, das ist schon wichtig. Wir brauchen vielleicht einfach nur mehr Arbeiter. Ansonsten. Na gut, aber ich glaube, ich mache dann auch mal Schluss, ne? Ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Folge dann bei Pascal wieder. Ciao. Ja. Tschüss.